Herzlich willkommen hier zurück bei Let's Play GTA 4 German, Folge Nummer 40. Und wir sollen für Playboy X eine Baustelle säubern vor den Arbeitern, die der Mafia angehören. Und die. Also, mit denen ist nicht gut Kirschen essen. Muss sagen, dieser AK gefällt mir. Wer schießt denn da? Ach so. Das war ein eindeutiger Headshot. Gut, dann gehen wir mal weiter. Kommt hier noch einer? Nee. Oh, scheiße. Das war's, mein Freund. Okay. Ich renne jetzt einfach, egal ob jemand auf mich schießt. Oh, scheiße, es hängt. Scheiße. Naja, okay. Jetzt ist schon wieder gut, so wie es aussieht. Keine Granate, weil die sind ziemlich teuer und die heben wir uns für später auf. Würde ich euch auch raten. Ich gehe hier einen speziellen Weg. Wenn ihr den auch geht, wenn ihr das nicht schafft, die Mission oder so, dann der ist ziemlich nützlich. Da kann man nichts falsch machen. Am besten ist immer mit der AK. Also ich mache das so, ich brauche das nicht mit dem Nahranzoom, aber so dass das Decken rausgeht mit dem Nahranzoom, so kann, trefft ihr alle. Ihr dürft nur nicht andauernd oben sein, sonst treffen die euch auch natürlich. Okay, Deckung. Deckung. Oh ja, ganz knapp. Scheiße, da ist ja einer hinter mir. Ja, was soll ich hier schon bloß kommentieren? Das war ein... kein Head, sondern ein Herzschuss. A Heartshot. Heartshot. Ach ja, das Spiel ist ab 18 übrigens. Minipack hilft uns nicht viel, wir bräuchten eine schutzsichere Weste, dann wären wir mehr aufgeladen. Aber ist gut, wir haben jetzt schon zwei Minipacks, zu denen wir zuflüchten können, falls etwas Unerwartetes passiert, was ich einmal nicht hoffe. Oh, Kamikaze? Ach, der hat keine Waffe. Ah, da ist der erste. Ach so, das ist ein Arbeiter ohne Waffe. Auch komisch. Ich glaube, hier links war noch einer. Hm, doch nicht. Naja. Was? Da ist ja doch einer. Die sind gut versteckt. Hat der Muni? Ja, der hat schöne Muni. Für unsere SMG. Und jetzt erst erledigt er diesen Gewerkschaftsführer. Das ist ein guter Tipp, wirklich. Mhm. Jetzt erledigt er nämlich den. Und jetzt wären die ganzen Typen, die wir vorhin erledigt haben, euch im Weg gewesen. Und der eine haut nämlich dann ab mit dem Heli und die Mission ist verkackt. Aber wenn die jetzt alle schon tot sind, können einfach zum Heli rennen und den Heli in die Luft sprengen oder alle, die dort drin sitzen. Das ist viel leichter. Vielleicht treffe ich ja was. Ach, ich glaube, wir waren zu weit entfernt, sonst hätte ich jetzt den Fahrer voll erwischt. Wenn nämlich den Fahrer erwischt, mit dem Präzisionsgewehr geht's am besten. Dann stürzt der ganze Heli ab. Boah, ist die laut. Ich gehe
immer lieber in Deckung, weil da kommen doch noch mehr als erwartet. Oh, 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 da kommt einer. Auf dich warte ich. Das war's, mein Freund. Ah, was auch mal ganz nützlich ist, wenn ihr gerade keinen Kampf habt und 3 Sekunden ohne Schussbahn habt, also ohne unter Beschuss zu sein, dann ladet nach. Ihr verliert kein Magazin, ihr behaltet das alles, das ist gut. Und dann geht euch auch nicht die Munition aus, weil so kann man leicht sterben. I got rid of all the union problems on this site. As you can see, this place is going to need a cleanup before any workers come in. You the money, son. You says PA won't put me through to the cat. But when they hear about this shit, they gonna start listening to Playboy. Ja, mein Mikro ist kurz abgestürzt. Naja, egal. War eh ganz gut für den Anruf, ist nicht mal dieses Rauschen. So, ich hab mal Bock, diesen Bauarbeiter zu verprügeln, der anscheinend etwas betrunken ist, oder? Naja. Komm her, ha? Na komm. Und Konter. Scheiße. Es geht hier anscheinend nicht bei dieser Hügellandschaft. Fuck. Ah, ich will einen Konter machen. Jetzt. Nein, habt ihr das gerade gesehen? Scheiße, dann müssen wir ihn so zusammenschlagen. So, jetzt passt mal auf, Mädchen. Nein, 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 das wollte ich gar nicht. Nein, das wollte ich nicht. Nein. Oh, wenn wir jetzt sterben. Scheiß drauf. Bam. Von die Eier. Und jetzt. Zack. Zack. So. Unser Leben ganz schön strapaziert. SMS von Brucey. MB gehen's Pass aus Algonquin. Alle VIPs gehen dorthin. Alter, kauf dir ein paar geile Klamotten, einen Anzug, Alter. Du brauchst das ganze Paket dazu zu passen. That's how we roll. Das ist unser Style. Ja, ich habe schon einen Kommentar bekommen. Im ersten Part dazu, dass ich in keinem meiner Parts mit Anzug rumrennen würde. Jetzt würde ich sagen, ist es mal an der Zeit, dass wir uns einen Anzug kaufen. Weiß nicht, ob das noch in die Folge reinpasst. Hoffen wir es mal. Wenn nicht, dann seht ihr in Folge 41 mich dann in einem schicken Anzug. Fast schon wie beim A4. Nein, wir sind nicht vorsichtig. Scheiße, stand am Kopf. Ah, scheiße. Jetzt bin ich mir wirklich nicht mehr sicher, ob das noch reinpasst in diese Folge. Übrigens, sorry wegen den ganzen Parts, die nicht zu der Playlist hinzugefügt waren. Falls ihr jetzt gedacht habt, irgendwie ich wäre tot oder sowas. Nee, nee. Nee, nee. Wie gesagt, ich habe ein kleines Internetproblem. Und diese ganzen Parts habe ich halt im Internetcafé hochgeladen. Und es dauert halt pro Part 60 Minuten, den hochzuladen. Ich weiß zwar nicht warum. Wahrscheinlich, weil der in höchster HD-Qualität ist, den es gibt auf YouTube. Und damit meine ich 1080 Pixel. Warum ich das mache? Ja, weil ich mir einfach optimalen Bonus bieten will. Also Bonus optimalen Service zum Anschauen, wer so einen leistungsfähigen Computer hat, soll dadurch auch belohnt werden, dass er die Videos dann in dieser Grafik sehen kann. Ey, kommt schon, Fahndungslevel. Ah, super. Ja, jetzt haben wir wirklich nicht mehr viel Zeit. Blöd. Naja.
so viel Zeit haben oder nicht. Ah, Anruf. Ich verabschiede mich jetzt schon mal. Okay, wir sehen uns in dem nächsten Part. Auf Wiedersehen, macht's gut, haltet die Ohren steif. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ciao.